Hi, hallo und willkommen zum nächsten Mount Guide Update Video. Heute updaten wir das Video der Elementar Mounts, welches ich im Patch 9.0.5 hochgeladen habe. Seitdem sind 7 neue Mounts hinzugekommen und wie immer zeige ich euch, wo es diese zu finden gibt. Als erstes haben wir heute 3 Händler Mounts, angefangen mit dem Schwefelhund. Diesen erhaltet ihr von Versorgerin Cora im Tyrold Reservoir in Tal Drassus für 3000 parakausale Flocken. Befindet sich einmal hier bei den Zeitrissen und diese parakausalen Flocken bekommt ihr auch über die Zeitrisse, und zwar indem ihr so ziemlich alles, was dabei zu tun ist, tut. Also die Mobs töten, Ziele erfüllen, den Endboss töten, die Weekly Quest abschließen und so weiter. So wie ihr dann die 3000 Flocken habt, könnt ihr hier zu Cora und euch das Mount kaufen. Alternativ ist es aber auch möglich, dass sich dieses Mount während einem der Zeitrisse droppt. Erhöht wird die Chance dadurch, wenn ihr noch ein eingeschlossenes Schicksal aktiv habt, was euch eine garantierte Belohnung beim nächsten Zeitriss gewährt. Als nächstes Händler-Mount haben wir dann den Felsbrockenschlepper. Diesen erhaltet ihr vom Händler Ponso in Loam in der Saralek-Höhle. Und zwar für entweder 170 Tauschziegel oder für 85 Tauschfelsbrocken. Die Quellen von Tauschziegeln und Tauschfelsbrocken sind dieselben, heißt, ihr kriegt es eigentlich durch alle möglichen Daily-Aktivitäten, durch diese Horn-Aktivitäten hier, soweit ich weiß, durch Weekly-Quests und so weiter. Allerdings kriegt ihr die Ziegel nur bis Ruhmstufe 19. Wichtig ist, ihr solltet so viele wie möglich bis dahin ausgeben haben, bevor ihr Ruhmstufe 20 erreicht. Denn mit Ruhmstufe 20 werden die Tauschziegel zu Tauschfelsbrocken. Alle Kosten von allen möglichen Sachen werden dabei halbiert. Also wie ihr seht, die Ziegel kosten das Mount 170, während in den Felsbrocken ist halt nur 85, also knapp die Hälfte. Genau die Hälfte sogar. Genau. So wie ihr das dann habt, solltet ihr gucken, dass ihr genug Ziegel ausgegeben habt. Ansonsten macht ihr einen Verlust, denn ihr könnt die zwar noch umtauschen, allerdings im Verhältnis 3 zu 1. Heißt, ihr würdet einen ziemlichen Verlust machen. Daher empfehle ich euch, vorher schon so viele auszugeben wie möglich. Eventuell sogar schon das Mount zu kaufen. Aber das ist euch überlassen. Und das letzte Händler-Mount, das wir heute haben, das ist die feurige Schieferschwinge. Diese haltet ihr ebenfalls in Loam bei Sakratos für 400 begehrte Ornamente. Diese begehrte Ornamente erhaltet ihr ganz einfach, und zwar kosten sie jeweils eine ausgegrabene duftende Münze. Der Clou ist, wo es diese ergibt, und zwar gibt es die von eigentlich allen von den Weltquests, kann es glaube ich sogar droppen, von dem Forscher unter Feuer Event und ebenfalls auch von diesen Horn Events. Ihr müsst einfach davon halt eben 400 sammeln, die könnt ihr dann bei Spin Soa umtauschen in die begehrten Ornamente und dann bei Sakratros gegen das Mount tauschen. Als nächstes haben wir dann einen Quest Mount, und zwar die katalogisierte Schieferschwinge. Diese erhaltet ihr von dem Event der Forscher unter Feuer, welche ich glaube alle pro Stunde einmal hier spawnt oder hier einfach abzuschließen ist, und am Ende bekommt ihr dann ein Geschenk. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel das Geschenk des anerkennenden Forschers erhalten. Ich bin gerade eben zum Abschluss von dem Ganzen hier aufgetaucht, also ich habe nicht mal wirklich was gemacht, ich habe nur den Ranan hier gesucht, um das Ganze zu beenden, weil das die letzte Aufgabe war, und habe das dabei bekommen. Wie ihr seht, es kann auch hier drin enthalten sein, es kann in allen Packen enthalten sein, die von dem Forscher unter Feuer Event droppt. So, ich mache das jetzt mal auf. Mal gucken, was rauskommt. Kein Mount. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber wie ihr seht, hier sind auch noch 30 ausgegrabene duftende Münzen. Also haben wir auch schon mal guten Fortschritt für das nächste Mount gemacht. Und dann haben wir einen Mount von einem Ramop, und zwar die Kobalt-Schieferschwinge vom Ramop Karokka, wofür ich mich gerade für eine Gruppe angemeldet habe. Und da ist der Ramop, der befindet sich einmal hier unten links. Wie die Dropshots aussieht, habe ich ehrlich gesagt null Ahnung. Ich probiere es einfach jetzt mal aus, was dabei rauskommt. Ansonsten ist es einfach ein Ramop, der nach ein paar Stunden immer Readers spawnt hier in der Saralek-Höhle und ebenfalls als öffentliche Nachricht angezeigt wird, sodass ihr immer mitbekommt, wenn dieser da ist.
Und ich habe keinen Mob bekommen, schade. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über den Dungeon Browser hier nach einer Gruppe zu suchen, so, mit welcher ihr den Mob umhauen könnt. Ihr könnt ihn einmal pro Tag umhauen und habt dabei dann die Chance aufs Mount. Als nächstes haben wir dann einen Rufmount und zwar den Happenschnüffler. Diesen erhaltet ihr auf Ruhmstufe 18 von den Niffen von Loam in Loam vom Händler Harlow Marl für 800 Vorräte der Dracheninseln. Wie gesagt, ihr müsst Ruhmstufe 18 erreicht haben und damit könnt ihr dann das Mount kaufen. Und zum Abschluss haben wir noch einen Erfolgsmount und zwar den die Schattenflammen Schieferschwinge. Diese erhaltet ihr vom Erfolg Ruhm des Schlachtzugers von Abarus, wofür ihr bei jedem der neuen Bosse einen bestimmten Erfolg abschießen müsst. Abarus befindet sich einmal hier oben in der Saralek-Höhle. Und so wie das möglich ist, Solo zu machen oder einigermaßen Solo zu machen, werde ich dafür einen Guide noch aufnehmen, aber das wird noch ein Weilchen dauern. Ja, damit sind wir dann auch am Ende dieses Guides angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo für mich da. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Update. Bis dann. Bye bye.